das minimalste Ansinnen, sich in eine Beziehung zu einer Frau zu begeben, wenn es nicht gleich auf die Gründung einer Fortsetzungsfamilie hinausläuft, ist das Ansinnen, gemeinsam das Abenteuer des Lebens zu bestehen, parallele Wege zu gehen, in wechselseitiger Unterstützung oder Ausbeutung oder Versorgungsängstlichkeit oder gegen die Einsamkeit, gegen die Vereinzelung, dass jeder Körper diesen Weg ja doch allein gehen muss. Es ist also eine simulatorische Rückkehr in die Mutter-Kind-Dyade. Als man noch an die Hand oder auf den Arm genommen wurde. Daher kommt ja auch der Spruch: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.